Die Bertelsmann Stiftung und Fineo erklären Wirkungsorientierung. Das sind Thomas und Bettina. Sie arbeiten für eine gemeinnützige Organisation. Mit ihrem Projekt wollen sie benachteiligte Jugendliche dabei unterstützen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Sie arbeiten sehr engagiert. Sie bieten Bewerbungstrainings an und erstellen dazu viele Lernmaterialien, um den Jugendlichen bei der Berufswahl und der richtigen Bewerbung zu helfen. Aber trotzdem kommen ihnen Zweifel, ob ihre Bemühungen wirklich etwas bewirken. Thomas und Bettina beratschlagen und sind sich schnell einig. Es kann nur ein erster Schritt sein, ein Training anzubieten und Materialien zu erstellen. Denn die Jugendlichen haben zwar am Angebot teilgenommen und die Materialien genutzt, aber sind Thomas und Bettina dadurch ihrem Ziel wirklich näher gekommen? Denn erst wenn die Jugendlichen im Anschluss an den Kurs wissen, wie man sich richtig bewirbt, ist die erste Stufe erreicht, mit der eine Wirkung erzielt wird. Jetzt können sich die Jugendlichen um einen Ausbildungsplatz bewerben. Und das ist die zweite wichtige Stufe, um mit dem Projekt etwas zu bewirken. Und wenn die Jugendlichen dadurch eine Ausbildungsstelle finden, haben Thomas und Bettina ihr Ziel wirklich erreicht. Beide orientieren sich nun bei ihrer Arbeit an diesen Stufen und achten darauf, was sie bei den Jugendlichen bewirken. Wirkungsorientierung hilft also dabei, mehr für seine Zielgruppe und damit auch für die Gesellschaft zu ermöglichen. Wie Sie das Thema Wirkungsorientierung auch für Ihre Organisation nutzen können, erfahren Sie unter kursbuch-wirkung.de.